muss ich Einkommen und Hinzuverdienst meiner Rentenversicherung immer melden? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Muss ich Hinzuverdienst und Einkommen meiner Rentenversicherung immer melden? Und dabei unterscheide ich 5 mögliche Fallkonstellationen. Es gibt vielleicht auch mehr, aber 5 klassische Fallkonstellationen, wo es möglicherweise eine Meldepflicht geben kann. Und wenn Sie die Regelaltersrente erreicht haben als erste Konstellation, haben Sie ja gar keine Anrechnung mehr eines Hinzuverdienstes, also müssen Sie da auch nichts mehr melden. Hier brauchen Sie bei der Deutschen Rentenversicherung keinerlei Meldung mehr abgeben, wenn Sie ab Erreichen der Regelaltersgrenze einen Hinzuverdienst neben der Rente haben. Diese Aussage bezieht sich grundsätzlich auf Altersrenten, auf die Regelaltersgrenze. Wenn Sie die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben, gibt es Meldepflichten beim Hinzuverdienst. Und zwar, wenn Sie eine vorgezogene Altersrente haben und Sie möchten die als Vollrente ausgezahlt haben, müssen Sie der Deutschen Rentenversicherung zwingend die Aufnahme einer Tätigkeit und auch dann die Höhe des Einkommens oder des Verdienstes aus dieser Tätigkeit melden. Denn die Deutsche Rentenversicherung oder der Rentenversicherungsträger, der für Sie zuständig ist, muss dann rechnen, ob Sie sich innerhalb der Hinzuverdienstgrenzen bewegen bei vorgezogenen Altersrenten oder darüber hinaus. Und dann wird möglicherweise da was an die Rente angerechnet. Drittens, der Klassiker Erwerbsminderungsrente. Muss ich, wenn ich einen Hinzuverdienst habe, bei der Erwerbsminderungsrente etwas melden? Und da muss ich sagen, ja, hier gibt es sogar eine verschärfte Mitwirkungs- und Meldepflicht. Das heißt also, alle die Personen, die eine EM-Rente erhalten, beziehen, müssen grundsätzlich den Hinzuverdienst, den sie haben, der Deutschen Rentenversicherung mitteilen. Grundsätzlich ist es erlaubt, während einer vollen Erwerbsminderungsrente auch was dazu zu verdienen. 450 Euro sind grundsätzlich rentenunschädlich. Das heißt also, man kann aus der Tatsache, dass Sie hier einen Minijob machen, grundsätzlich nicht darauf schließen, dass Sie hier nicht mehr voll erwerbsgemindert sein könnten. Ähnliche Regelungen gibt es auch bei der teilweisen Erwerbsminderungsrente. Aber merken Sie sich bitte, Sie müssen grundsätzlich hier den Beginn einer Tätigkeit und auch die Höhe des Arbeitseinkommens melden. Wenn ich eine Hinterbliebenenrente als vierte Fallkonstellation beziehe, dann muss ich de facto jedes Einkommen, jeden Hinzuverdienst der Rentenversicherung melden. Ich muss auch jede Einkommensänderung, jeden Beginn eines Einkommens, man nennt das so schön, das Hinzutreten eines neuen Einkommens, immer der Deutschen Rentenversicherung melden. Und diese Meldepflicht gilt unabhängig davon, ob Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben oder nicht. Denn eine Einkommensanrechnung, Einkommensprüfung bei der Witwen- oder Witwerrente findet unabhängig davon statt, ob Sie die Regelaltersgrenze erreicht haben oder nicht. Und dann last but not least die Einkommensanrechnung bei der Grundrente. Auch hier gelten verschärfte Meldevorschriften, denn die Deutsche Rentenversicherung will genau wissen, wie hoch Ihr Einkommen neben dem möglichen Grundrentenzuschlag ist. Dies hat nichts mit den Ihnen zustehenden Freibeträgen zu tun. Ob nach einer Meldung des Hinzuverdienstes oder des Einkommens, je nach Fallkonstellation der Rentenart, dann tatsächlich eine Anrechnung stattfindet, entscheidet Ihre Rentenversicherung, denn nicht jedes Einkommen und nicht jeder Hinzuverdienst wird an eine gesetzliche Rente angerechnet. Näheres zum Thema Meldepflichten bei gesetzlichen Renten finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.